Knapp 300 Kilometer sind es von Illertissen nach Aschaffenburg. Die weite Rückfahrt wollen die Föhlenstädter natürlich nicht ohne was Zählbares im Gepäck antreten und den Aufwärtstrend unter Trainerrückkehrer Holger Bachtaler weiter bestätigen. Die Viktoria in Weiß und Blau dagegen zuletzt mit nur 6 Zählern aus 7 Partien eher durchwachsen unterwegs. Diese Ausbeute soll vor der Schnapszahl von 777 Zuschauern am Schönbusch unbedingt verbessert werden und nach einem der ligaweit gefürchteten weiten Einwürfe von Hamza Butakrit plus Flanke hinterher zwingt Florian Pieper Malvin Zock auch gleich mal zu einem ersten Arbeitsnachweis. In der 8. Minute bleibt Illertissens Keeper aber dann nur das Nachsehen. Starker Angriff der Gastgeber über links. Benedikt Laverty legt perfekt zurück auf Alexandru Parashiv, der keine große Mühe mehr hat, die Viktoria in Führung zu schießen. Grundsätzlich eigentlich die Gäste mit mehr Ballbesitz, wesentlich gefährlich, aber die Konter der Aschaffenburger. Ein solcher führt in der 22. Minute zum 2:0. Roberto Desch behauptet da den Ball, legt ab auf Laverty und dass der 25-Jährige weiß, wo die Bude steht, ist kein Geheimnis. 10. Saisontor für ihn. 4 Zeigeumdrehungen später wieder eine frühe Balleroberung der wesentlich galligeren Gastgeber. Erneut Desch, diesmal auf Pieper, der kann sich aber nicht so recht zwischen Schuss und Hereingabe entscheiden. Auch weiterhin die Unterfranken mit viel Zug zum Tor. Hier wird der Schuss von Benjamin Bayer aus zentraler Position gerade noch so geklärt zur Ecke. Die Viktoria hatte hier also eigentlich alles im Griff. Ein Ausrutscher von Kapitän Daniel Cheron hätte dann aber fast den Anschlusstreffer heraufbeschworen. Max Grün hat aber im Nachfassen den Knaller von Yannick Lessing. Somit ging es mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause. Den Schwung wollten die Gäste dann mitnehmen in Durchgang 2, der Schuss von Glessing, aber kein wirkliches Problem für Grün. Und dann erwies Marco Gölz in einer zunehmend nickliger werdenden Partie seinem Team einen Bärendienst. Binnen rekordverdächtiger 60 Sekunden kassiert er 2 gelbe Karten. Damit war sein Arbeitstag frühzeitig beendet, der FVI also fortan nur noch zu 10. Wenig später eine weitere, irgendwie bezeichnende Szene für den bis dato gebrauchten Nachmittag der Gäste. Zwar kommt Desch nicht an den Fehlpass von Kento Terranuma heran, aber dann schießt Zock mit Yannick Wanner den eigenen Mann ab. Und auch die nächste Szene unglücklich für Illertissen. Zunächst lässt Schiri Elias Wörz weiterlaufen bei dieser Chance von Laverty, zeigt dann aber doch noch auf den Punkt und zückt gelb gegen den Übeltäter Nico Fundl. Und auch der Elfmeter selbst wird nur mit viel Dusel verwandelt. Bayer schießt an den Innenpfosten, Ball prallt gegen Zock und springt rein. Offiziell sogar ein Eigentor des FVI-Keepers zum 3:0. Damit die Partie natürlich entschieden. Richtig viel passierte danach auch nicht mehr. Beide ließen es austrudeln. Ja, extrem wichtiger Sieg heute für uns, weil wir ja doch jetzt schon eine kleine Serie hatten ohne Sieg. Insofern war es heute wichtig, obwohl wir wussten, Illertissen ist wirklich eine starke, spielerisch starke Mannschaft, haben wir es heute wirklich von der ersten bis zur letzten Minute hochkonzentriert umgesetzt. Ich glaube, wir haben auch hochverdient gewonnen, in der Höhe auch, weil wir wirklich defensiv nichts zugelassen haben und nach vorne hin immer auch gefährlich waren. Und deswegen sind wir hochzufrieden und freuen uns jetzt mal wieder über den Dreier. Ja, wir haben uns natürlich viel vorgenommen. Wir wollten jetzt den Schwung aus dem letzten Spiel mitnehmen. Aber man muss natürlich sagen, dass wir mit dem ersten Angriff von Aschaffenburg in Rückstand geraten sind und dann ja nie Kontrolle über das Spiel gefunden haben. Es sind natürlich ein paar Faktoren dann auch zusammengekommen mit dem frühen Wechsel, mit der ja, gelb-roten Karte. Und von daher war es heute für uns natürlich ein gebrauchter Tag. Wir konnten eigentlich die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, nicht umsetzen. Und von daher geht die Niederlage absolut in Ordnung. Aschaffenburg springt durch den Erfolg bis auf Platz 5 der Tabelle und sorgt gleichzeitig für die erste Niederlage des FV Illertissen in der neuen Ära von Holger Bachtaler.